Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr aufnehmen, aber ich dachte mir so, ich habe mir die Karte angeguckt und es gibt ja noch so einige Gebiete, die ich nicht erkundet habe. Zum Beispiel das hier alles. Deswegen möchte ich das jetzt mal erkunden. Ich bin da offscreen jetzt schon mal reingerannt. Habe mich ein kleines bisschen umgesehen, aber da war so waren zwei Ventile, die habe ich nicht betätigt. Weil ich möchte das alles onscreen nachmachen. Ich werde ja natürlich trotzdem alles einsackeln, was zu sackeln ist. Vielleicht finde ich hier irgendwas Geiles. Also dieser Party wird wahrscheinlich nicht allzu lang, oder zumindest werde ich versuchen, ihn nicht allzu lang zu machen. Ich werde nur dich umgucken, wie gesagt, in Gebieten, wo ich mich bisher noch nicht so wirklich umgeguckt habe. Vielleicht finde ich irgendwas Geiles. Und das wollte ich dann schon onscreen haben. Ah, schön, wenn einem die Schlange nicht angreift. Warum ist da ein Tor dahinter? Macht dieses Ventil hinten Secret auf? Kann ich mal schauen. Betreten müssen wir einfach mal. Wie nix. Ihr sollt das Ding nicht kaputt machen. Alter Wartungsraum. Ich sehe hier gar nichts. Oh, ich sehe da eine Schlange. Ja, komm doch her. Gnadenlos auf die Schlange einprügeln. 60, 59 und 62. Gegen eine 30er Schlange. Ich was? Kannst du in der Dunkelheit was sehen? Ich meine, meine Rüstung leuchtet und so, aber. Ah. Du hast auch Elektro? Okay. Ah, schön hell hier. Kiste habe ich zwar schon gesehen, aber trotzdem. Kernkristall, geil. Ich habe ja, glaube ich, so ein paar Kernkristalle. Kann ich in diesem Part auch. Ja, gut, ein paar. Das ist tatsächlich. Es sind nur ein paar. Aber die kann ich in dem Part auch noch resonieren. Warum nicht? Das ist so ein reiner Umguck, regelrecht zeitverschwender Part. So, du tust mir nichts, wenn doch, dann kill ich dich. Danke. Hier war, glaube ich, noch irgendwo ein Ventil, oder? Das da. Kann ich ja nichts mit anfangen. Lauter Viecher, die mich alle in Ruhe lassen. Ach, ist das schön. Keine Ahnung, was Hasen in einem Abwasserkanal machen. Ist jetzt nicht so wie Teenage Mutant Hero Turtles oder so. Oder Ninja Turtles heißt es ja. Nur in Europa hießen sie Hero Turtles. Naja. Eigentlich dachte ich, das Ventil würde da irgendwie Wasser durchströmen lassen. Obwohl, falsch gedacht. Und in Morita heißt es, glaube ich. In Morita werde ich mich auch nochmal genauer umgucken. Und vielleicht, nur vielleicht finde ich ja interessante Sachen. Aber das da unten ist garantiert Säure. Oder irgendwie sowas. Das ist ein Aufzug. Da ist Exe, eine kleine. Okay, time to take you down. I'll let you know if you start slacking. Egal, killen wir sie einfach, vielleicht ergibt es Sinn. Killen wir einfach eine wehrlose Hexe. Dass die ihr Element auch ändern können. Soll ich auch. Alles auf die Hexe. Den Aufzug, den werde ich aber noch nicht nutzen. Ich möchte hier weiter im Kreis gehen erstmal. Und ich kann da runter.
Ich wette, ich krieg Schaden, wenn ich da unten rumschwimme. Da steht einer. Hätten jetzt auch wieder was. Wow. Ist das heiß? Fühlt sich an wie. Was? Da geht's auch nach oben. So, als ob der Titan Fieber hätte. Von da hinten komme ich. Okay. Da geht's nach unten. Boah. Bitte fall ja nicht in die Brühe rein. Soll ich riskieren? Wow. Ich nehme viel Schaden. Und naja, nichts im Vergleich zu diesem Dampf, wo ich mal nicht aufgepasst habe und verdampft wurde. Schon wieder so eine Kellerassel, okay. Ja, mit so einem hohen Level hier rumzurennen, das macht es viel angenehmer, weil dann wird man nicht von irgendwelchen Viechern angegriffen. Okay, da hinten kann ich hin, da kann ich hin. Moment, hier ist doch dieses. Genau. Da muss ich gar nicht hin. Da hinten muss ich hin. Vielleicht, wenn ich hier irgendwas Interessantes finde, werde ich hier auch rumrennen und farmen. Wer weiß, wer weiß. Ich renne ja immer durch die Weltgeschichte und sackle alles mögliche Zeug an und verkaufe und kaufe und. Ja. Deswegen weiß man nie, deswegen weiß ich auch selber nie genau, von was ich jetzt wie viel gefunden habe. Ich glaube, mit meiner Truppe hier ist es viel angenehmer, gegen die ganzen Viecher in Morita zu kämpfen. Nicht nur mit einem total kaputten Djinn. Ja, und es ist zwar, oh, wir dürfen keine Zeit verlieren, mal auf zum Weltenbaum und so, aber ne. Ich werde jetzt schön Zeit lassen. Okay, es geht noch höher. Alles klar. Da ist wieder einer. Wenn da was reinfällt, war es das mit dir. Da war ich in dem Loch. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. So tief bin ich nicht runtergesprungen. Aber wo führt mich das Rohr dann hin? Muss ich mal umschauen. Komm out, komm out. Flora heals an aching soul. Come on, come to Mama. Ich will nicht wissen, welche Pflanzen hier wachsen. Aber gut, offensichtlich wäre ein Käfer auch dazu zu Pflanzenkunde. Jetzt bin ich unterhalb von. War mal das komische Miasma oder was das sein soll. Bösartiges Miasma, ja, da brauche ich Rock. Rock! Aber ich brauche noch jemanden, oder? Darkness, heed me. Acht! Fascinating. It is good to dwell on the past from time to time. Nee, ich brauche altes Wissen. Okay, altes Wissen. Darkness, heed me. Darkness, heed me. Fascinating. It is good. Okay, Perun und Dromach reichen. Das heißt, alle anderen muss ich austauschen durch Dunkelheitskling. Okay, Dunkelheit. Ja, du bist gerade auf Einsatz, oder? Moment, Yoshimitsu-Verschnitt hat ja keine Dunkelheit, oder? Doch, hat er. Sogar Zweier. Okay. Hat Cassandra Dunkelheit? Die ist gerade unterwegs, verdammt. Du hast Dunkelheit, da brauche ich nicht nachgucken. 1, 2. Okay. Ich schon mal 4. Ja genau, 1, 2. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Im Moment, Nia hat 2. Nee, Nia hat 3. Kann ich Dromach austauschen? Nee, das wäre dumm, Dromach auszutauschen. Moment. That's very kind of you. Okay, mach mal so.
You can count on me. Back to battle. Tomok muss bleiben, der ist wichtig. I made the A-Team. Ready to roll. Testen wir mal. Okay, du bleibst. Dir rüste ich noch eine Klinge aus. Hey, you're the boss. Okay, ich hoffe, das reicht. Leave this to me. How would you rate that? Just say the word. Awesome. Let me help you. Useful, right? Los. Darkness. Jawohl. Heed me. It is good to dwell on the past from time to time. Perfekt. Nee, ich lasse es lieber noch. Sonderpunkt. Einundsechzig. Was seid ihr? Oh Gott. Holy crap. Wenn ich da reingehe, bin ich erledigt. Na egal, gucken wir uns weiter um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Interessantes zu finden. Oh, ja, nicht zu weit. Egal. Ich könnte nach unten. Komm ich noch höher irgendwo? Ja, da. Jetzt gucke ich mir hier ein bisschen um. Kraxel, Kraxel, Kraxel. Keine Ahnung, wie lang der Part wird. Das ist eigentlich nur ein reiner Umguck-Part. Hier passiert nichts Interessantes. Die Folge könntet ihr auch überspringen, wenn ihr wollt. Klickt einfach rechts oben aufs X, dann ist Schluss. Dann habt ihr zwar alle eure Tabs gleich mit weggemacht, aber dann ist es meine Schuld, die Schuld des Wolfs. Vor allem seine Schuhsohlen leuchten auch im Dunkeln, ist klar. Bin ich jetzt gelandet? 27, okay, es ist nicht sonderlich schlimm. Ich frag mich, wo ich hier gelandet bin. Also ich weiß, wo ich bin, aber... Ich habe doch Höhenangst, warum... bla bla. Ich könnte da vorrauf und dann darüber klettern. Wenn ich müsste vom Rohr daher klettern. Kann ich da nicht hoch? Doch, kann ich. Bin ich auch am Land. Gut, rüsten wir mal wieder meine normalen Klingen aus. Don't let me get rusty. It sounds fun. Sounds fun. Yep. Just leave it. I've been sharpening my fangs for this day to come. Leave it to me. I will carry. Habt schon eure Standardklinge irgendwie. Oh. I'm up. Together at last. Das klingt trotzdem unheimlich. Der von hier oben da ganz runter ins Wasser reinspringen, aber dann bin ich erledigt. Was ist das für ein Stacheltier? Ja, da hinten ist einer. Moment, du bist diese ominöse Fliege da. Genau, die Dokumente gefressen hat. Guck mich mal um. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch ein Vieh. Weg da! Geld brauche ich nicht. Danke. Okay. Ah, da ist der Aufzug, okay. Das heißt, der hätte mich sofort hier hochgebracht. Bin ich jetzt genau gelandet? Bin ich jetzt im oberen Gebiet? Ja, bin ich. Ah, da war ich gerade eben. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo ich bin. Da, wo die ganzen starken Viecher rumrennen. Neben weit da hinten, weil ich eine Abkürzung genommen habe.
and arrived. Minenaufzug. Oh, this is where we were going. Das ist ein Boss. What have we here? Das sieht aber schon mal. Nicht der. Menschenfressen, Menschenfresser Doran. Müsstest du mich jetzt stören? Ich wollte eigentlich gerade weggehen. Aber gut, wenn du willst. Jetzt habe ich Glück und du lässt Kernkristalle fallen. Das ist dann aber deine Schuld. Ja, ich hoffe, dein Kollege da, der ignoriert mich. Wenn du leben willst, ignoriere mich. Soll ich Endzweifeltung? Ja, komm. Weggefetzt, mal wieder. Schaden ist einfach real. Hörst du auf? Du solltest Sieg angreifen, oder Tora ist ja gar nicht dabei. Ich werde dich alle machen. Ich habe verfehlt. Nimm es. Toll, der steht jetzt genau da drauf. Hör auf, ist wie. So. Bin genau unter dir. Ist now on fire. Toll, der konnte es nicht nutzen. Sieh den halt da. Ich will den Vierer-Move. Jetzt wird das Mistvieh nicht überleben. Und Brot, Brot, Brot. Jetzt. Gegen so ein wehrloses Vieh. Ich hätte auch die wahre Kraft der Aegis nutzen können. Ja toll, ein zweites mischt sich ein. Danke, Mistvieh. Hau ab! Der Boss wird gleich verrecken. Ja. Leave it to Zeke. Kernkristall will ich. Hat er echt einen stinknormalen Kernkristall fallen lassen? Mir auch egal, was für Elemente hat. Hau ab. Wie wollte das so? Zumindest Pforte. Ich wollte mich hier nur umgucken, aber ihr müsst mich angreifen. Gibt es noch irgendwelche Wege, die ich nutzen könnte? Steinerne Bartheim. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt die Dummheit, die ich mal begangen habe, resetten, weil... Ihr wisst schon, ich konnte... Praxis Quest nicht weiterführen, weil Praxis nicht im Team war. Deswegen ändere ich das jetzt mal. Praxis, where are you? There you are. So. Jetzt direkt hier hin. Endlich zum Palast. Hier hin. Haben wir doch noch was. Story wichtige Serie gemacht. Ist irgendwo was? As expected, there's no one here either. If last time was anything to go by, somebody's probably having a cheeky peek at us right about now. Hey, I know you can hear me.
Stop creeping around like a coward and show yourself! Another one of those? What are you trying to tell us with all these lances? Stop beating around the bush. Come out and tell us what you want to our faces. Or are you afraid of me? It's that blade again. No doubt about it. It's the other blade from the Core Crystal Hunters. Her name was Theory, right? So, it was you. You were the one who kept messing with us in the middle of battle, weren't you? What do you want from us? If you've got something to say, then say it. The message said the reward would be memories, but I just can't figure out what's going on. We've been playing along with you for long enough. It ends here. So it didn't work? What didn't work? Tell me! Read the message. It's the last one. Hey! Was steht diesmal drauf? Praxis, wir müssen reden. Komm nach Judicium in Temperani. Dingens da. Das war's? Ja, mehr stand da nicht. Diese Klinge will also mit mir reden, was? Hört sich ganz so an. Aber warum und worüber? Da wir jetzt wissen, dass diese Klinge dahinter steckt, habe ich so eine Ahnung. Was hat sie wohl vor? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ihr kennt sie wohl. Also, ihr kennt sie wohl, was? Naja, wer ist sie? Hat sie irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun? Ja. Sie heißt Fury. Fury? Ihr wart Partner. Partner? Du meinst, wie wir jetzt? Ja, wie wir. Nur halt, böse. Als die sogenannten Kernkristalljäger habt ihr Leute überfallen und die Kernkristalle ihrer Klingen geraubt. So etwas Schreckliches haben wir... Da waren wir Feinde von euch, oder? Ja. Wir haben mit der Armee von Moradin zusammengearbeitet, um euch das Handwerk zu legen. Im Kampf ist dein Meister gestorben. Ich bin also in einem Kernkristall zurückgekehrt. In meinem. Genau, und wir haben ihn aufgesammelt. Aber Fury und ihr Meister sind entkommen. Danach haben wir sie vollkommen aus den Augen verloren. Ich kann gar nicht glauben, dass ich eine Verbrecherin war. Praxis, diese Zeit ist vorbei. Ja, diese Zeiten sind vorbei. Jetzt bist du ein Teil unserer Gruppe. Aber was, wenn diese Theory das nicht so sieht? Für sie bin ich sicher eine Verräterin und deshalb will sie... Beruhig dich, Praxis. Was Theory denkt, wissen wir nicht, bevor wir sie nicht gefunden haben. Aber sie wiederzusehen könnte schmerzhaft, würde ich sagen. Bist du trotzdem entschlossen, zu ihr zu gehen? Es war ein ziemlicher Schock zu hören, dass ich mal eine Verbrecherin war. Aber ich werde mich davon nicht unterziehen lassen. Denn genauso wie ihr mich gerettet habt, kann auch ich sie retten. Ich muss es tun. Deshalb muss ich sie unbedingt treffen. Gut, Praxis. Wir gehen alle zusammen und werden sie retten. Bist du sicher, Rex? Ist doch besser, als unzähliger umzuhocken, oder? Außerdem will ich Fury auch helfen. Der Weltenbaum, der kann erstmal warten. Hust, hust. Lass uns gehen, Praxis. Ja! Okay, ist doch noch was Relevantes in dem Part passiert. Die Frage ist nur, wo muss ich hin? Moment, nee, hier war irgendwie die Rede davon. Moment mal. Dass ich zum Weltenband muss, das ist ja glasklar. Soll ich mal mein Missionsbuch kurzerhand ändern?
815. Okay, wo wird es denn angezeigt? Hier nicht. Da unten. Tagesschwertspitze. Soll ich das jetzt noch in dem Part machen? Eigentlich nicht. Was hätte ich denn sonst noch zur Auswahl, wo ich hin könnte? Sollte ich jetzt schon Items farmen? Auf jeden Fall werde ich mich da an alten Installateursausstieg, oder wie das heißt, noch ein bisschen genauer umgucken. Bauchhafen. Morita. Und hier werde ich mich auch noch genauer umgucken. Weil offscreen, vielleicht finde ich ein paar wichtige Items für irgendwann mal. Auch wenn ich glaube, dass das Spiel bald vorbei ist, aber trotzdem. So, wir sind doch irgendwo. Bestimmt irgendwo. Ja, da hinten zum Beispiel. So, da haben wir in dem Part, haben wir uns in dem Part noch ein bisschen umgeguckt, ein bisschen weiter. Theory und Praxis Quest weitergemacht. Come to Mama. Ich habe keine Ahnung, ob ich das ganze Zeug irgendwie brauche. Ich werde einfach mal ein paar Millionen davon sammeln. Da ist noch was. Da ging es zurück. Kraftmetall. Trümmerjuwel. Da unten ist noch was. Heißt noch was? Oh, tonnenweise Zeug hier. Ich glaube, ich werde mich hier in dem Gebiet jetzt noch ein bisschen umgucken wegen Items. Okay, da geht es noch nach oben. Da werde ich auch gleich mal hingehen. Ah, da ist eine Truhe. Perfekt. Gut, dass das Onscreen ist. Kernkristall. Yes, baby. Trümmerjuwele. Jetzt gucke ich noch da oben und danach werde ich noch ein bisschen Kernkristalle resonieren. Und dann werde ich den Part beenden. War eine zusätzliche Folge, die ich heute aufgenommen habe, auch wenn sie gar nicht geplant war. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendetwas für den Wolf? Ne, ich könnte da runterspringen und mich selbst in Matsch verwandeln. Na gut, dann belassen wir dabei, dann werde ich mich so ein bisschen umgucken und Items zusammenkratzen. So, dann kommt jetzt nur mehr die Resonierung. Moment, Rex sollte das höchste Level von euch haben, oder? Also auch das meiste Glück. 246. Die Tora hat am meisten Glück, aber kann ich resonieren. Hoppla. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Danke. Und Unendlichkeitssymbol, nicht Unbesiegbarkeitssymbol. Glückspilz. Ja, danke, dass jetzt alle was lernt, aber das war nicht geplant. Hier wollte ich rein. Ja, ein bisschen haben wir noch. Empathieverstärker. Keine Ahnung, ob das irgendwas macht, wenn ich da alle reinhaue. Ich versuch's einfach mal. Also im restlichen Party könnt ihr jetzt schon abschalten, wenn ihr wollt. In dem Party ist eh nicht sonderlich viel passiert. Wobei, es ist was Relevantes passiert, wenn man es so sehen will. Ich schaue jetzt nur noch nach, ob man hier irgendwas resonieren kann. Ob irgendwas Geiles entsteht. Nein, mal wieder nur Schund. Egal.
Rex hat jetzt das höchste Glück, das heißt, er sollte die größtmögliche Chance haben, in deine Klinge zu resonieren. Eine besondere Klinge, keine 0815-Klinge. Wobei, diese 0815-Klinge, die haben sich in gewisser Weise schon nützlich erwiesen, weil dadurch bin ich auch ein bisschen weitergekommen. Ja, Sulgar. Sultan. Sultan Sulgar. Würde mich nicht wundern, wenn es so einen Sultan gibt oder gegeben hätte. Mittlerweile schon 7.40 Uhr morgens, wow. Ja. War zwar nie geplant, dass ich so lange mache, aber hey. Egal, jetzt kann ich wenigstens offscreen herumlatschen, Zeug sammeln. Gegner vernichten und Kernkristalle einsackeln. Das übliche Programm eben. Oh komm. Ja, Katzenohren, danke. Ich frage mich, ob es ein Limit dafür gibt, wie viele Klingen ich haben kann. Ich hoffe mal nicht. Ihr wollt mich verarschen, oder? Das weiß ich. Oder? Nee, komm. Die letzten paar dann auch. Ich brauche jetzt nicht umsonst ein paar draus zögern. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich ein paar Klingen jetzt entlassen soll, aber nee. Controller vibriert wie blöd. Aber ich halte ihn in der Hand. Würde ich ihn auf den Tisch legen, wird man die ganze Zeit wum, wum, wum hören. Und zwei Kristalle noch. Ich will doch nur alle Klingen haben. Ist das wirklich zu viel verlangt? Ich will doch nur im Let's Play alle Klingen zeigen. Ich habe eh schon fast alle. Spiel, jetzt sei gnädig. Gib mir die letzten paar Klingen noch. Das kannst du mir nicht antun. Sonst wird das Let's Play gnadenlos in die Länge gezögert. Komm schon, der ist jetzt aber richtig saftig, nicht wahr? Würde ich nicht alle klingen wollen, wäre ich mit dem Let's Play wahrscheinlich schon lange durch. Danke für nix. Mal wieder. Egal, dann beende ich hier. Das war Xenoblade Chronicles 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.